Oder was sagst du dazu? Sagst du das? Genau, ja, auch für mein Campings. War auch gut für mein Campings. Martina! Mann, wenn ich geahnt hätte, wie das bei dir ausartet da auf deiner blöden Hühnerfarm, dann hätte ich diesem Projekt von Anfang an einen Riegel vorgeschoben. So ist das so. Ja, das ist so. Hättest du einen Riegel vorgeschoben. Sie schau, gut, gell? Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich es kontrolliert halten werde. Ja, aber dass du das auch machst! Siehst du das? Das ist ja das Problem, ne? Wir Frauen, wir reden nämlich immer nur und tun nicht. Ja, deswegen nimmt uns nämlich auch keiner mehr ernst. Ja, ich red nicht mehr. Ich mach eine Meinung, meine Meinung. Zaun drum, Tier zur Schluss. Ne? Martina, jetzt wirklich. Außerdem mag ich das nicht mehr. Ich hab mir das jetzt so lang gegeben da mit dem Männerkrampf, gell? Nix gibt's mehr. Jetzt wird gemacht, was ich sag. Und es ist außerdem ein super Konzept, meine Damen, gell? Also, das, wenn ihr auch wollt, braucht ihr euch bloß bei mir melden. Ich verkaufe euch das und dann könnt ihr das so richtig installieren. Hör doch auf jetzt, du gehst in eine völlig falsche Richtung. Mann! Miteinander ist die Devise der Zukunft, ja nicht gegeneinander. Männer unterdrücken, das ist der falsche Weg. Ich unterdrück's doch gar nicht. Na, was ist denn das? Na, ich sag einer nur, wo ihr Platz ist. Ne? Sitz! Jetzt pass mal gut auf, meine Liebe. Wir haben gesagt, wenn wir schon ein Konzept entwerfen, ein neues, dann gemeinsam mit den Männern. Ja? Ja, jeder bringt seine Stärken und auch seine Schwächen ein. Und Männer dürfen gerne mal schwach sein, Frauen stark. Und dann zusammen Visionen entwickeln, so Mindmaps malen, uns ins Universum schicken, die Energie so, puh. Visionen? Ja. Mit Männern? Ja. Du bist lustig. Das haben wir uns ja jetzt wirklich lang nicht gegeben. Und was ist dabei rausgekommen? Schau dir die Welt doch an. Ja, bitte. Und außerdem, da fragen wir jetzt gleich noch. Das ist ja klar, ja. Da frage ich noch jetzt ein paar Frauen. Wie schaut's aus? Haben Sie noch eine Vision mit ihr? Der hat ja keine Zeit für Visionen, gell? Ja, ja, den ganzen Tag in der Arbeit, dann muss er noch in seinen Sportclub oder was weißt du nie, gell? Erst um 10 in der Woche. Dem darf ich übrigens helfen. Den bringen Sie zu mir? Nein. Dann machen wir ein bisschen.